Willkommen zurück beim Witcher und wir haben eine Aufgabe. Wir wollen die Händler hier mal kurz abklappern und gucken, ob die noch Karten für uns haben oder ob ich gegen die schon gequentet habe. Ich glaube nämlich, es ging gar nicht so sehr ums Kartengewinnen, als vielmehr ums Kartenkaufen. Schauen wir mal. Also der hat schon mal keine. So long. Na, wie komme ich hier rein? Das ist gar nicht die Tür hier, oder? Und wenn ich mir das richtig gemerkt habe... Ah, gegen den habe ich doch schon mal... gespielt. What are you peddling? Let me have a look. Der hat nichts mehr, auch von den Schnäpsen her, Kischlikör. Farewell. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, sind es überall nur jeweils immer der Blacksmith und der Armorer, also der Rüstungs- und der Waffenschmied. Das ist umgekehrt. Das heißt, es sollte relativ übersichtlich sein. Der müsste eigentlich was haben. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ah ne, siehst du, der will sogar auch noch spielen. Show me what you have. Also verchecken tut er schon mal nix. Okay. Von den Schemata brauche ich auch nix. Dann wird gespielt. Ein bisschen. What would you say to a few rounds of Gwent? Die Hörner soll ich rausschmeißen, hieß es. Dann werfe ich mal eins hier raus und nehme eine Flinte wieder mit. Ein Horn behalte ich gern, weil eine Reihe kann ich mir gern doppeln. Jetzt hebt er meine Fähigkeit auf der M hier. Na toll. Tschüss ist jetzt nicht der Hit, aber probieren wir's. Wobei für eine starke Nahkampfreihe reicht's eigentlich. Haha, und was für eine Nahkampfreihe das ist. Ja, okay, den Elfen, den kann ich mir leider nicht finden. Dann probieren wir es doch hier gleich mal. Ich kann leider ihm gar keine Statuseffekte draufknallen, aber wenn er tatsächlich auf Nahkampf geht, kann ich ihm die wenigstens wegbrutzeln, zumindest die stärksten davon. Ja, das tut dir weh. Beziehungsweise die klaue ich dir gleich, wenn ich denselben einsetze. Aber mir tut das nämlich gar nichts. Muss ein bisschen aufpassen, dass mir noch Karten übrig bleiben für die zweite Runde. Ah, jetzt passt er auch schon, okay. Wäre jetzt schön, wenn ich mit meiner Finte noch was zurückholen könnte. Das sind aber alles Spezialkarten oder Heldenkarten. Das bringt dann nichts. Dann machen wir gleich mal so weiter. Heilerin hat gar nichts zu heilen, oder? Nichts auf dem Stapel. Es war vielleicht jetzt ein bisschen doof, falls der mir noch irgendwie wehgetan hätte. Der hat schon aber auch viele Helden, das muss man ihm lassen.
Wenn ich jetzt meine Belagerungsreihe nicht doppeln kann, ah, siehst du, da hat er hier schon mal ein Horn. Oh, 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 das könnte eng werden. Kann ihm auch nicht wirklich wehtun, wenn er nicht noch ein... einen starken Nahkämpfer hat, der mich dann übertrumpft, aber ich bin immerhin schon 25 Punkte vorne. Brenne ich ihm den wenigstens weg. Eigentlich hätte ich noch warten können. Und 3 Punkte, ja, das sollte aber reichen. Puh, ganz schönes Gemetzel. Das heißt Gemetzel, ganz schön sich übertrumpfen auf hohem Niveau, aber es hat ja gereicht. Wundervoll. So, und jetzt müssen wir noch zum anderen Schmied. Bleibt die Frage, wo der ist. Ah, hier am Ende des Ortes. Beziehungsweise am anderen Ende des Ortes. From barrel hoops to blades, I've got it all. But I'm guessing you're more interested in blades. Gegen den habe ich wohl schon mal gespielt. Show me what you got, then. Und dann bestimmt auch gewonnen. Aber verkaufen tut der auch nichts. Jetzt frage ich mich, ist die schlaue Liste nicht ganz richtig? Oder habe ich gegen den doch verloren? Hm. Ich kann ja mal auf gut Glück noch eine Runde gegen ihn spielen, aber eigentlich habe ich doch die letzten 100.000 Spiele ungefähr alle gewonnen. Probieren wir's. Let's play cards. Gwent wouldn't be bad. Der spielt die Monster und ich beginne. Eine ganz schön schwache Heilerin. Schauen, ob ich dafür nicht noch was Besseres bekomme. Ja, eine Finte. Falls er mir den Dijkstra zurückspielt, kann ich mir den dann wenigstens wieder klauen. Hab aber auch keine Verbrennfähigkeit und Einfrierfähigkeit, das heißt gegen so eine Angriffsreihe bin ich ein bisschen machtlos. Das hat ihn jetzt immerhin schon mal 4 Karten gekostet. Den Dijkstra kann ich mir zurückholen. Verzeihung, würde ich jetzt eigentlich ungern für die Runde, die ich jetzt gern aufgeben will, noch Karten verschwenden. Dann passe ich jetzt gleich mal. Die brauche ich nämlich alle übereinander nochmal. Falls der noch irgendwelche Zerstör- oder Wetterkarten hat, schaue ich mal, ob ich die jetzt aus ihm rauslocken kann und gehe erst... Ach so, jetzt passt der schon. Gut. Dann entscheidet sich alles in der letzten Runde. Komische Taktik. Oder habe ich da irgendwas, sehe ich da irgendwas falsch? Na gut, dann mal Vernon Roach. Ah, die Mumen. Und gleich das volle Paket. Imlerith. Hier wäre jetzt halt schon so eine Nahkampf-Gaudi ganz gut.
Der bringt dir nichts. Wenn er nur den... Achso, kann er nicht. Oh, 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 oh. Stimmt, da kann er den Dijkstra gar nicht spielen. Was weg ist, ist weg. Ah, da wäre jetzt schon so ein Nahkampf. Einfriere oder Verbrenner. Sehr, sehr geil. Aber noch habe ich ein paar Kniffe bei den Belagerungseinheiten. Wenn er jetzt eine Regenkarte noch hat, nee, hat er nicht. Sonst wäre ich jetzt echt angeschissen gewesen. Aber es wird auch so reichen. Das reicht nämlich jetzt schon. Ja. Dann gehört auch der mir. Jetzt schauen wir mal, ob der Karten für mich hat. Kronen gibt's. Holz gibt's. Und Karten gibt's keine. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Na gut. Dann würde ich gerne, jetzt wenn wir hier schon sonst alles erledigt haben, jetzt müssen wir gerne in den Ort gucken. Und zu einem anderen Fragezeichen. Mal schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ihr schreibt ja immer wieder, ja, das Erkunden lohnt sich da und dort. Ich habe irgendwie gar nicht so viel Lust, die ganze Welt nochmal einmal abzureiten, um zu schauen, was es denn wo gibt. Also falls ihr im Kopf habt, wo es denn irgendwelche spannenden Sachen noch zu entdecken gibt, Stichwort Kaer Morhen oder eben sowas, so Quests, die nicht bei den Fragezeichen dabei sind, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Also von wegen so, ja, auf der und der Insel vor... Achso, jetzt habe ich keine Armbrust ausgerüstet. Schau doch nochmal in die Ortschaft auf der und der Insel. Da gibt es vielleicht noch was, dann mache ich das gerne. Aber die ganze Welt abklappern kann ich leider nicht. Mögen sie gar nicht, das Art. Gefahr gebannt. Und dreimal so viele Erfahrungspunkte wie bei allen großen Story-Quests zuletzt. Wie lange brauche ich denn noch? Ich brauche immer noch ein Stückchen, bis ich endlich meine super Greifenrüstung anziehen kann. So ist es, junger Mann. Ist das hübsch. Ach komm, Plötze. Der letzte Stück. Reiten wir alleine. Reiten wir zusammen. Alleine, so ein Quatsch.
Befreie hier die ganze Insel im Handstreich. Auch nicht schlecht. Da gibt's auch gleich einen Kaufmann. Was du nicht sagst. I'd like to look at your choice of swords. Die haben alle hier voll die Waffen zurzeit. Und Schemata, aber die brauche ich alle nicht, weil die für Waffen sind. Ich muss mir tatsächlich jetzt noch bei den Druiden die holen für die Runensteine, damit ich die noch weiter ausbauen kann. Auch wenn es jetzt irgendjemandem wehtut, aber ich schaue nochmal meine Trophäen durch. Alles okay, die behalte ich alle. Und sonst kauft der eh nichts, oder? Ah, diese ganzen Monsterzutaten könnt ihr euch auch mal alle verkloppen. Oder viele, wenn ich mal fertig gebraut habe, habe ich aber noch lang nicht. Farewell. Ich kann da mal eben in die Alchemie reinschauen, ob ich überhaupt irgendwas Neues mal wieder bauen kann. Nee, schaut schlecht aus. Da fehlt mir immer noch die Gorgoleber. Für die Äther, Grünschimmel, Nigredo, da hatte ich glaube ich schon mal nachgeschaut. Äther, Grünschimmel, Nigredo, Rubedo. Für Nigredo fehlt mir nur diese Balissafrucht, okay. Für Rubedo fehlt mir der Grünschimmel, den kann ich aber irgendwie nicht herstellen. Und Äther kann ich tatsächlich herstellen, na gut, dann machen wir doch das mal. Dann kann ich nämlich schon mal das Ogroidenöl machen, das überlegene. Dann sind es nicht mehr viele. Bei den Tränken ist es noch eine ganze Menge, auch Balissafrucht. Ich glaube, die markiere ich mir jetzt mal. Den verbesserten Waldkauz. Auch da brauche ich die Ballisterfrucht. Also das ist wahrscheinlich jetzt echt das Item, was ich am meisten brauche. Da geht es dann gleich einen Schritt weiter hier. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Krabbspinnengift, ja okay. Aber dazu erlege ich echt zu wenige Krabbspinnen. Queberis könnte ich noch machen für den überlegenen Donner. Und Karmin. Die benutze ich halt. Nee, Quebris, Karmin und Rubedo. Quebris geht. Rubedo geht nicht. Da brauche ich wieder den Schimmel. Und Karmin geht auch. Jetzt ist meine weiße Möwe dann schon wieder bald aufgebraucht. Aber irgendwo werde ich schon wieder den richtigen Schnaps finden. Ah, siehste, reicht schon wieder nicht. Da brauche ich wieder Raunenlikör en masse. Den Rest habe ich eigentlich. Gut. Wir wollen mit dem Dorfältesten noch sprechen. Für die nächste Monsteraufgabe. Das machen wir jetzt noch schnell. Dann müssten wir eigentlich mit der Insel hier durch sein. Na, Roach, was machst du denn wieder? Was und wie auch immer Cyberpunk wird. Ich bin mir relativ sicher, dass es da keine Pferde gibt. Und finde es auch gar nicht schlimm.
Luckily, hard to find. Slow now. Whoa. Woe is me. Maybe we needed a spotter. So, wo ist er denn? Da ist er. Tor live. Yeah. You're a watcher. I see and right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the council of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Svera insisted, mustered a crew, and only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Na klar. Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height and hands at the withers, or? By species. Drowner's less than a cockatrice. Aha! Uh-huh. But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? Mm-mm. We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much? Ist auch ein bisschen inkonsequent. So, Geralt sagt, ich weiß ja nicht, was es ist. Die sind billiger als die, aber ich verlange jetzt trotzdem mal 520 Basis und dann noch, ja, sagen wir mal 640 Halbzeit. You know how to bargain, grant you that. Drop it a bit more, we'll have a deal. Du weißt, wie man verhandelt, nachdem du ein Angebot abgegeben hast. Ja, komm, 610. Was? You know how to bargain, grant you that. Drop it a bit more, we'll have a deal. You know how to Ach, komm. Grant you that. Drop it a bit more. You know how to bargain. Grant you that. Drop it a bit. Sag mal. Ach, have it your way. Tis your neck on the line. I'll tend to the monster. Not your first. That's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The four survivors, where'll I find them? Aim to talk to Svera. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Okay, sprich mit den Kriegern und dann schauen wir mal, was da an der Hauptstraße lauert in der nächsten Folge. Bis denn.